Ey Freunde, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video bei WXTV. Heute im Programm, richtig geil. Ich nehme euch einfach mal mit zu den Sachen, die ich mir auf eBay bestellt habe. Ich habe letztens einen Kommentar gesehen, dass sich jemand gewünscht hat, dass ich mal so ein bisschen Shopping-Stream-mäßig was machen soll. Habe ich auf jeden Fall was geplant, dass wir bald mal live gehen und zusammen nach Preisen schauen. Auf eBay, alles rund um Forster Tags, wie ich da meine Sachen kaufe. Ich habe heute 3 Pakete, die wir gemeinsam aufmachen. Und genau, das hier ist schon das erste. Müsste eine Karte sein. Ich habe die schon mal so vorgeöffnet, ein bisschen, um reinzuschauen. Und genau. Diese Karte besitze ich tatsächlich schon. Ist auf jeden Fall aus Movie Serie 2 eine limitierte, die auch ein bisschen höheren Wert hat. Es ist nämlich die LE3 Mace Windu hier in Deutsch. Vorderseite richtig super geiler Zustand auf jeden Fall. Rückseite habe ich leider schon gesehen. Ich weiß nicht, ob man das erkennt, dass hier so 3 schwarze Punkte sind auf der Rückseite. So als hätte da jemand mit einem Filzstift drauf gemalt. Aber davon abgesehen, super Zustand. Die Karte wird so angeboten zwischen, ich sag mal, 40 und 100 Euro. Also 100 Euro ist sie auf jeden Fall nicht wert. Ich würde sagen unter 50. Aber sie hat auf jeden Fall einen sehr, sehr guten Wert für eine Star Wars Karte. Genau, so viel zu Paket Nummer 1. Paket Nummer 2 ist ein bisschen größer. Da müssen wir mal ganz kurz in Weitwinkel gehen. Das ist nämlich eine Sammelmappe, die ich mir geholt habe. Die Sammelmappe, sehr schlechter Zustand, aber den Preis, den ich gezahlt habe, 20 Euro. Und dafür ist es hier Movie Serie 3. Ihr seht, ein paar Karten fehlen hier. Aber sonst ist sie komplett vollständig, was die Basiskarten angeht, wie ihr hier seht. Die Karten sind in einem okayen Zustand, ein paar Kratzer haben sie. So, hier Basiskarten, alles voll. Hier fehlt eine noch, aber sonst Strike Force hier komplett. Und dann Starkarten, auch alle vollständig. Und dann natürlich das Wichtigste, Forcemeister, ebenfalls alle vollständig und 2 limitierte. Die Forcemeister sind auch in einem okayen Zustand alle, haben alle ein paar Kratzer. Aber ich dachte mir, für 20 Euro kann man das doch wirklich mitnehmen. Eine fast vollständige Serie, wo nur 4 Basiskarten fehlen, aber sonst alle Forcemeister, alle Starkarten und 2 limitierte dabei sind. Gerne mal, da würde mich jetzt mal eure Meinung interessieren, hättet ihr das Angebot mitgenommen hier für 20 Euro, die Serie 3 im in dem Zustand, weil die Karten, ich meine, wir können uns mal die wichtigste anschauen hier, die Obi-Wan zum Beispiel, die Karte, sehen wir, die ist schon hier von Kratzern geplagt und auch auf der Vorderseite, das ist leider kein optimaler Zustand, aber jetzt auch nicht komplett Hosentaschen beschädigt oder so. Schauen wir uns auch nochmal den Luke an, so die wichtigsten Karten. Genau, da seht ihr hier, ist halt hier von Kratzern, auch hier, gut, Rückseite auch. Schauen wir uns auch nochmal den Vader an, weil ich würde sagen, das sind so die wichtigsten Karten. Die Karten, die auch immer 100 Angriff und 100 Abwehr haben. Ja, ihr seht hier auch der Vader auch leider mit Kratzern. Aber ich dachte mir, ey, scheiß drauf, für 20 und vielleicht kann ich sie auch wieder verkaufen für sogar noch ein paar Euros mehr. Mal schauen, was ich damit mache. Aber erstmal so viel dazu. Und jetzt kommen wir zum Highlight. Nämlich hier. Es ist nochmal eine Sammelmappe. So, ihr seht hier eine Mappe der Serie 1, für die ich 30 Euro gezahlt habe. Und ich habe mir die Karten nicht genau angeschaut, wie der Zustand ist. Ich weiß auf jeden Fall, dass da der Yoda dabei ist, der ja quasi im perfekten Zustand schon um die 30 Euro wert ist. Und auch sonst noch einige Karten der Serie 1 hier mit dabei sind. Erste Seite ist auf jeden Fall schon mal vollständig. Okay, der hat das schon mal falsch sortiert. Aber boah, allein diese Klone aus Serie 1, ne, wenn ich die hier sehe, wow, einfach nur wow. Gree und so, also diese Klone gerade der Phase 1, der von Star Wars Serie 1 aus Staffel 2 und 1. Super geil. Okay, wie es aussieht, die Basiskarten sind vollständig. Schauen wir uns mal den Zustand der Basiskarten an. Das sieht tatsächlich für Serie 1 echt nicht schlecht aus. Okay, Zustand soll ist auf jeden Fall, wie es ausschaut, schon mal nicht schlecht von den Basiskarten. Okay, Basiskarten schon mal komplett für 30 Euro, wie es scheint. Ja, okay. Starkarten, bin ich jetzt auch gespannt. Starkarten scheinen auch komplett zu sein. Und dann, oh, okay, Anakin fehlt anscheinend. Okay, Anakin fehlt schon mal. Schade, erste Force-Meister-Karte, die fehlt tatsächlich. Und oh ja, hier ist der Yoda. Schaut es euch an. Ahsoka, Obi-Wan, Yoda. Und ja, dann bin ich mal gespannt, wie der Zustand vom Yoda ist. Ich würde sagen, den Kollegen Yoda hauen wir auch gleich mal in den Sleeve. Kollege Yoda, komm hier rein. Okay, Ecken sich auf jeden Fall schon mal, sind deutlich beschädigt.
Forstmann selbst. Die Schrift hier ist leider schon bestellt. Okay, schade. Leider kein besonders guter Zustand. In dem Zustand ist der auf jeden Fall nicht mehr als 10 Euro wert. Aber naja, immerhin ist er dabei für die 30 Euro. Und wie ich hier sehe, die anderen Forstmeister sind auf jeden Fall auch am Start. Grievous und Sidious, würde ich sagen, sind auch noch wertvollere Forstmeister. Schauen wir uns mal den Grievous an. Oh, auf jeden Fall schon mal deutlich besser als der Yoda, wenn ich das so sagen darf. Ja. Ich würde sagen, wir lassen den aber im Album. Genauso wie hier den... Oh, scheiße, was sehe ich da? Was sehe ich hinter dem Sidious? Okay, ich bin hyped. Das ist schon mal nice. Okay, Sidious auch in einem okayen Zustand, besser als der Yoda. Und Alter, da ist die LE3 dabei. Ich pack's nicht, ey, für 30 Euro. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Nein, da ist auch noch der... Was? Der Anakin ist auch noch hier dabei. Okay, wow. Ich habe, wie gesagt, ich habe mir das nicht komplett vorher angeschaut. Ich habe nur gesehen, der Yoda ist dabei und habe mir das direkt bestellt. Alter, der Anakin ist auch noch mit dabei. Okay, Zustand ist hier aber leider auch nicht besonders gut. Aber, Kollege, der Anakin muss hier rein. Bei den Star-Karten. So, dann passt das auch. Hä, dann ist ja die Serie quasi fast komplett, oder? Was fehlt denn dann überhaupt irgendwas? Das war auf jeden Fall nicht als komplett angegeben. Ich meine, wir haben hier Zero the Hutt. Ist auch in einem okayen Zustand. Und jetzt... Alter, das ist ja dann die wertvollste Karte, würde ich sagen. Die LE3 ist fast noch mehr wert als der Yoda. Schauen wir uns den auch nochmal an. Jetzt bin ich aber sehr gespannt. Komm, vorsichtig. Komm, komm, komm. Auf jeden Fall einige Kratzer sehe ich schon. Zustand leider auch nicht allzu gut. Ah, schade. Aber ey, ich würde sagen, trotz dieses Zustandes... würde ich tatsächlich behaupten, dass die trotzdem auch um die 10 Euro wert ist. Das heißt, allein die zwei Karten hier, Yoda und LE3, sind zusammen schon mal 20 Euro. Und dann habe ich hier... Oh, fuck. Und dann habe ich hier noch einen Grievous, einen Sidious und noch einen Anakin mit am Start. Also, Alter, das hat sich ja mal maximal gelohnt, oder? Würdet ihr da was das Gegenteil behaupten? Also, wir haben die Mappe für 30 Euro mit einer super, super geilen Ausbeute, definitiv. Wir haben hier die Mappe 3 für einen 20er, was sich auch auf jeden Fall gelohnt hat. Und dann haben wir hier noch den Mace Windu, den ich mir bestellt habe, der auf jeden Fall in Ordnung im Zustand ist, leider hier mit den Punkten. Aber da würde ich sagen, hat sich doch definitiv gelohnt, hat mal Spaß gemacht, mal live was mit euch auszupacken hier, dass mal meine Reaktion mit drauf ist. Freue mich sehr über die Serie 1 Mappe, das hat sich definitiv gelohnt, habe ich einen guten Deal bekommen. Wie gesagt, bald kommt dann irgendwann mal der Livestream. Werde ich natürlich vorher ankündigen. Mit Roger for Universe geht es auch bald weiter. Und ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Und möge die Macht mit euch sein.